Hallo, es ist 12:30 und das ist ein bisschen untypischer Vlogstart, würde ich sagen, denn normalerweise fange ich immer dann morgens an, wenn ein neuer Tag ist, aber jetzt habe ich diesen Anlass genommen, weil ich immer noch nicht irgendwie meinen Weg aus dem Büro gefunden habe und gerade was mit der kleinen Dame da gemacht habe, und zwar der Stichsägi. Mit dem habe ich nämlich das hier endlich mal abgetrennt, das wollte ich ja immer schon machen. Es ist, wenn man genau hinguckt, es war voll frei Hand, habe mir auch nichts eingezeichnet oder so, nicht 100% gerade, da muss man aber schon sehr genau hingucken und ich bin da sehr, sehr penibel mit. Das ist sehr cool, das hier wird für die Küche, wenn, wie gesagt, alles, wenn die Jungs das wollen, ich mache das jetzt einfach mal so, ansonsten habe ich dafür zu Hause halt auch Verwendung. So sein das, wie gesagt, ihr habt auch schon gesagt, mit einer irgendwie Heißklebepistole, irgendwas, irgendwie sowas, Heißklebepistole mit einem, mit irgendwas, wo man die natürlich mit erhitzen kann, damit ich die biegen kann, kommen die dann hier so dran. Diese drei wunderbaren Schlüsselchen, dann biegt man die ein bisschen und dann kann man die anderen Schlüssel da dranhängen mit noch so einem kleinen Band oder so. Das hole ich dann alles easy peasy. Und jetzt mal hierzu von dem, wovon ich schon ewig gelabert habe. Jetzt ist die Platte eigentlich so zugeschnitten, eigentlich fast perfekt. Ihr seht hier noch ein bisschen Knöppels und die Halterung kann man ganz einfach im Baumarkt kaufen. Habe ich mir jetzt dafür geholt. Alles ein bisschen unterschiedlich. Soll ja so ein bisschen edgy, self-made aussehen. Aber halt schon noch recht clean. So. Also die beiden würde ich jetzt oben machen und die beiden mache ich jetzt unten. Und dann hätte man, wenn man das hier insgesamt einmal whoop, in die Wand hier hammert, eine kleine Garderobe hier hängen. Die anderen das wollen, wie gesagt, ist denen freigestellt. Ansonsten tue ich sie in meinen Raum. Aber das werde ich jetzt mal kurz machen und das ist der Anfang. Heute direkt produktiv ins Video, kein langes Gelaber am Anfang, da beschweren sich immer viele. Let's go. Bohrmaschine und Bohraufsätze. Hm, wird spannend. Das ist es eigentlich so. Fast schon das ganze Wunder, also habe ich ja auch gesagt, super, super simpel. Hier hätte ich ein bisschen Probleme mit den Schrauben, aber das sieht man trotzdem nicht. Da muss man schon sehr, sehr nah dran gehen und jetzt würde ich das einfach dann tatsächlich, ich bin mal so frei, dahin machen. Wenn die anderen, wie gesagt, Bock drauf haben, sehe ich hier so, dann hat man das direkt schön entspannt im Eingangsbereich. Dann kann man hier rein, da nochmal in die Wand, das ist auch alles recht fest. Und wenn nicht, also wenn die da keinen Bock drauf haben, was ich nach wie vor echt verstehen kann, also wenn das dann nicht hängt, das ist was voll. Ich habe das jetzt so gemacht, ohne groß jemanden zu fragen. Das habe ich euch gesagt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Mache ich mir die halt selber privat auch nochmal hier hin oder so. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Ankleiden regeln. Oder holen uns dann einfach eine andere. So, das schicke ich denen jetzt mal. Dann schaue ich mal, was sie dazu sagen. Und dann hängen wir uns vielleicht die Tage auf oder vielleicht auch nicht. Hier muss ich nach wie vor den Dings für finden. Irgendwas, womit ich die hier halt biegen kann. Die Holzbubbles. Und das würde ich dann in die Küche machen. Direkt, wenn man reinkommt, links. Damit wir da einmal unsere Gemeinschaftsschlüssel sehen. Den für Müll und den für den Briefkasten. Schön fein säuberlich sortiert haben. Jetzt gehe ich aber erstmal nach Hause, schlaf und komme wieder klar. Gerade heute oder beziehungsweise gestern aufgeräumt. Dann sieht es schon wieder so aus hier. Staubsauger wird gleich geholt, wenn ich wieder wach bin. Und dann geht's, dann wird man hier gesaugt. Ihr Sauger. Bis morgen. Ich schlaf mal. Oh, schwarze Dose. Hallo und herzlich willkommen. Ich war ja gestern schon hier und jetzt machen wir einfach weiter. Der wurde eigentlich ziemlich gut approved, würde ich sagen. Übrigens von der Gruppe, ja. Also Felix und ihr, sie haben gerechterweise gesagt, wir haben ja so einen, sagen wir mal, halben Stil für den Gemeinschaftsraum und dementsprechend soll, glaube ich, auch so ungefähr der Flur gehalten werden. Und soll ja hier dann, glaube ich, irgendwie noch was gestrichen werden und die haben sich auf jeden Fall ein mega Farbschema überlegt, ist auch alles voll cool. Und dann meinten die halt auch, das ist halt sehr hell, wenn das dann jetzt hier auf den Flur kommt. Und dann kann man das aber auch nochmal dunkel streichen. Ich habe auch gesagt, ich habe hier auch nochmal eine ganze Farbgeschichte. So kann man es aber auch erstmal anbringen. Und da, wie man das Ganze anbringt, an einer, ich glaube, das ist Rehgipswand, ne? Das habt ihr sie ja auch gemacht. Das lernen wir heute in einem YouTube-Tutorial, das weiß ich selber nicht. Und höchstwahrscheinlich muss ich auch wieder mal unseren allseits beliebten Handwerksengel kontaktieren dafür. Rahim, richtig, genau. Schauen wir mal, ob Rahim heute noch einen Anruf von mir kriegt und wir das hinkriegen. Klappen tut's auf jeden Fall. Ich würde die einfach nur in die Wand ballern, keine Ahnung, aber ich brauche Schrauben dafür. Das sind alles Sachen, die ich noch nicht habe. Mit Rehgipsdübeln? Ja, Rehgipsdübeln. Wow, gute Preise. Gute Besserung. Was? Rehgipsdübel. Nee, ich bin immer noch sehr müde. Rehgipser, Dübel oder?
So, ich habe gerade meine Sachen da hinten hingeschmissen. Leute, er ist da. Der Saugomaticor. Der Saugon 3000 Infinity. Jetzt haben wir den. Jetzt kann ich hier nachher mal ein bisschen rübergehen. Man sieht das hier, glaube ich, auf der Kamera so semi-optimal. Ihr seht hier irgendwie in den Ecken überall alles. So kleine Fussel, auch vom Sägen und sonst wie was. Da muss ich definitiv mal rübergehen, weil wenn ich morgen die Türe reinkomme, will ich schon, dass es einigermaßen vernünftig aussieht. Und dementsprechend, also zumindest jetzt bei mir, wenn die hier den ganzen Tag am Werkeln sind, danach wird es noch schlimm genug aussehen. Deswegen setze ich mich erstmal kurz hin. Ich habe nämlich heute noch so ein bisschen Aufnahmemarathon eigentlich. Denn ich muss noch 4 Videos machen, weil ich bald wieder eine kurze Zeit unterwegs bin. Und dann für euch, wie gesagt, die Videos da machen möchte. Habe ich ja auch gestern vielleicht schon angekündigt, bin mir nicht 100% sicher. Aber es kommt ja auch bald Varo auf uns zu und da müssen ja auch Trainingsvideos gemacht werden. Sturm to the Top kommt, glaube ich, nicht wieder, sage ich jetzt schon mal ganz kurz voraus. Sondern eher ein allgemeines Trainingsding, weil, ja, keine Ahnung. Ich probiere mich ein bisschen in allen Spielmodi aus, weil ich bin wirklich ein bisschen eingerostet, weil seit dem Monatsding hier mit den Vlogs komme ich halt nicht zum Zocken aktiv. Das ist halt echt ein bisschen schade und deshalb, ja, tue ich jetzt mein Bestes. Kriegen wir schon hin. Alles cool, alles easy, alles nice. Erzähl keinen Scheiß. Ja. So, Update. Der Saugi ist ausgepackt worden, denn es ist noch jemand hier. Und zwar... Hallo? Probierst du deine Uhr zum Laufen zu kriegen? Ja. Klappt? Fast. Ich hab noch gar nichts an deine Wand gemalt, ne? Da war ich so voll... Du warst nicht der Einzige, der bis jetzt noch nicht an die Wand gemalt hat. Ja, voll die Schmutzfinken, ne? Ja, oder du bist langweilig. Wenn du das so sagst, dann bin ich jetzt erstmal sauer und mache jetzt hier was dran. Und zwar ein richtig... Mein Tag, mein Sprayer-Tag, wie du das gemacht hast. Ich hab auch... Ja, ich bin gespannt. Ich hab auch einen. Du meinst doch nicht so dick, ne? One up, riesig. Nicht schlecht. Ist das... Geiles jetzt? Teil! Ne? Geiles Teil, guck mal, was da schon alles drin ist. Ich habe nur so reingeworfen, weil es Spaß gemacht hat. Einfach nur alles so zusammengekehrt, ja. Und dann so da reingesteckt. Ein bisschen Pappe abgerissen und da reingesteckt. Echt? So. Kann ich dir nur empfehlen, probier mal aus. Das ist gut. Das ist gut, okay, ja, den probiere ich jetzt nämlich gleich mal aus. Gleich im Sinne von... Jetzt. Dann testen wir doch mal das Spaßlevel. Fühlbar. Das ist ein Staubsauger. Ich muss immer noch aufnehmen. Ich habe tatsächlich gerade eben nur gegessen. Es ist zwar schon dunkel draußen, aber es wird ja irgendwie immer schon um 16 Uhr dunkel. Deswegen hoffe ich mal, dass... Jemand, mit dem ich etwas machen wollte, gleich wieder zurückkommt, ist nämlich ein Überraschungsgast für Minecraft. Ist noch nicht mein Varo-Partner. Ich weiß auch nicht, ob das hinhaut, aber wenn, dann gebe ich euch gleich einen Tipp, wer es sein könnte. Apropos, bevor ich das aber vollkommen vergesse, ich habe das Geilste des Tages, glaube ich, noch gar nicht gezeigt und das liegt ja einfach schon eine Stunde rum, jetzt Sekunde. Mein Geschenk von Izzy. Also nicht unbedingt Geschenk, mein Kauf von Izzy. Das hier ist die Sony A7S. Mark II. Das ist die Kamera, mit der Izzy, Dena, Revi, Palle, oder ich weiß nicht, ob es Palle macht, aber zumindest die meisten irgendwie aufnehmen. Und der gute Izzy hatte schon mal eine, die ist ihm aber kaputt gegangen. Und die ist jetzt komplett renoviert worden und renoviert worden, habe ich es gerade gesagt? Repariert worden, ne? Repariert worden und dementsprechend hat er mir die jetzt gegeben und ich bezahle die natürlich auch mit dem Originalpreis und die ist komplett neu, gerade durchgecheckt und ich hoffe, dass da alles funktioniert und dann gibt es bald nicht mehr nur mit der Negria natürlich irgendwelche tollen Vlogs, weil die ist sehr, sehr praktisch, wenn man mal unterwegs ist oder in Möbelhäuser XY geht, sondern auch wieder hiermit mal ein bisschen was, gerade wenn es um Challenges geht und KKG, werde ich jetzt hier schön fleißig mal loslegen, ein bisschen shoppen, gerade bei dem Thema Objektiven und so. Da werde ich mich jetzt mal beraten lassen und dann muss ich ein bisschen umgehen lernen noch mit der Kamera und dann wird alles sehr, sehr sexy bald. Gut, ich habe jetzt ein bisschen weiter aufgenommen. Es wird auf jeden Fall spannend und jetzt muss ich auch noch mal was vorbereiten, denke ich. Und nehme dann direkt weiter auf. Heute viel
die Tage, also die Sachen für die nächsten Tage. Spannend aber, ist gut. Des Weiteren, Rahim war gerade hier. Wir haben mal ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise habe ich euch, glaube ich, gesagt, dass Rahim hier war, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall, hat Easy noch die Dübel hier und noch zwei, drei längere Schrauben. Und es geht vollkommen klar, aber wir wollten das jetzt heute noch nicht machen mit der Garderobe, weil ich kriege ja morgen meine Türe. Des Weiteren will ich mal unbedingt ansprechen. Ich schaue mal, ob man das irgendwie sehen kann hier. Das hier, ihr seht hier leicht schon diese Linie, aber hier oben zum Beispiel komplett diese ganze eingesetzte Wand richtig krass einfach nach hinten gerückt. Das ist irgendwie mit jedem Tag gefühlt mehr. Und also ich alleine habe da jetzt nicht genügend Kraft. So irgendwas ist hier halt passiert oder das nicht richtig gesetzt, dass halt diese Wand also nicht locker ist, aber halt so krass nach hinten gerückt, dass man hier wirklich so ein, also ihr seht es hier oben, so, dass so richtig nach hinten gedrückt ist. Also das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Das werde ich morgen auch mal ansprechen und dann probieren wir das hier mal da festzumachen. Aber wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, in welchem Ausmaß die hier morgen dann arbeiten werden. Deswegen haben wir das jetzt erstmal gelassen. Und ich muss jetzt erstmal was aufnehmen, das wollte ich machen. So, hier ist gerade ein Weltklasse-Experiment abgedreht worden. Das ist jetzt kleiner Spoiler für euch schon mal, wie es dann aussah, wie ich aussah, wie es aussah, wie das Leben aussah. Danke an Rahim für die tatkräftige Unterstützung, auf jeden Fall freut euch. Das ist, glaube ich, tatsächlich seit langem das mir am liebsten oder lustigste Video, was ich gemacht habe. Das muss ich jetzt nur noch richtig schnibbeln, da habe ich echt Bock drauf. Das ist so dumm, Alter. So, okay, ich kümmere mich jetzt nochmal um das eine Brettchen hier und probiere das ein bisschen abzurubbeln. Das war ja so Mission eigentlich auch der letzten Tage. Ich tue mir das mal hier drauf und dann werde ich das einfach mal sehr provisorisch an die Wand bömmeln, damit wir schon mal ein Brett zumindest hängen haben, weil sonst komme ich damit gar nicht mehr in die Pötte irgendwie gefühlt. Ich weiß auch nicht, was da bei mir los ist. Let's do this. So, okay, jetzt seht ihr mal die fertigen Auswirkungen. Das sieht man schon krass. Also wie gesagt, da war ja diese Schleifpapier-Geschichte oder die Schleifgerät-Geschichte, die hat ja nicht so funktioniert. Aber ansonsten finde ich es tatsächlich ganz cool. Jetzt ist das immer noch nass und ich sehe auch hier schon wieder so leicht so ein paar Anzeichen vom Papier durchkommen und so. Aber finde ich schlimm tatsächlich. Also ein bisschen soll es ja so sein, aber halt nicht so krass weiß, wie es gerade eben am Anfang war. Jetzt seht ihr, glaube ich, auch das erste Mal das Muster, weil das auf der Kamera noch schwieriger ist. Und jetzt würde ich mal sagen, ich hämmer mir das einfach mal mies hier so hin. Dann haben wir das erste, den ersten Step mal gesetzt. Sekunde. Gut, was ich jetzt gemacht habe, weil alleine das hochzuhalten ist schon recht schwierig ist, die alle mal angebohrt zu haben und dann jetzt mir hier so einen kleinen Überblick darüber zu verschaffen, was da nochmal an Weiß zurückkommt, weil ich bin immer wieder erstaunt, wie hell es dann doch wieder wird. Guck mal, wie viel heller das jetzt wieder geworden ist. Da habe ich nochmal einen halben Liter gerade runtergekratzt eigentlich fast. Crazy shit. Und da kommt, glaube ich, Klugi. Ich schau mal kurz, dann kann ich den gleich mal kurz fragen, ob der mir eben hilft. Wenn der... Hallo. Ja, komm rein. Echt? Ja, bleibst du draußen. Tschüss. Ich muss den mal kurz aufmachen, weil es ist schon wieder zu und dann müssen wir nochmal einmal kurz rubbeln. Ja, das ist ja wunderhübsch. Gut, das erste hängt. Ist geil. Da brauche ich aber definitiv Hilfe. Und was ich auch brauche, ist der Tag des Rubbelns. Weil die Dinger freizukriegen, ihr seht das, jetzt wird es schon wieder so hell, ist anscheinend echt nicht so einfach. Und ich brauche definitiv dann auch noch ein 800er Pack Schwämme, denn jeden Schwamm, den killt es dann ungefähr so nach fast zwei Brettern oder so schon. Das war jetzt so das dritte, was ich da so leicht mit probiert habe zu bearbeiten. Und das ist echt, ja, noch auf jeden Fall weiter Weg, bis man die Dinger alle hier richtig abgehobelt bekommt. Wenn ihr da noch eine Idee zu habt, vielleicht, wo man das nochmal ein bisschen besser mit bearbeiten könnte, Schleifmaschine klappt leider nicht, haben wir schon probiert, dann sieht das nämlich so aus, dann geht das Muster weg, so soll es im Idealfall. Ja, aber das kriegst du halt komplett weg, nur damit, ja. Gröberes Schleifpapier vielleicht mal, das ist mal eine Idee, die man nochmal ausprobieren könnte. Ansonsten ist das der Weg,
wie er jetzt aussieht? Keine Ahnung, ja, so ungefähr. Das ist ungefähr der Weg, so wie er aussieht. Ja. Das war's von mir heute. Wir gehen jetzt noch was zu Abend essen und dann ein Klugi bei einem schlechten Kinofilm triggern. Und ein bisschen chillen. Und das war's das vom heutigen Tage. Ich habe heute sehr viel hinter den Kulissen aufgenommen. Das seht ihr die nächsten Tage unter anderem, wie ich glaube, eines der lustigsten Videos, was ich seit langem gemacht habe. Zumindest habe ich das sehr beim Aufnehmen genossen. Da bin ich ja ganz gespannt. Streckenweise. Dankeschön nochmal an den lieben Izzy für das gute Geschenk hier. Ich muss definitiv nachher noch ein paar Bestellungen machen, sonst köpfe ich mich und mich alle anderen auch. Gerade wenn es um das Audio-Interface geht, wo ich jetzt am 8. Tag drüber spreche und das immer noch nicht bestellt habe. Das mache ich vielleicht jetzt noch, bevor wir gehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Freut euch auf die Kamera, wenn das alles irgendwie startet, weil da freue ich mich auch drauf. Dann sollte man sich drauf freuen. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und...